Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem ersten einfachen Tutorial auf YouTube, Absolution Techno. Wir machen heute ein Bootleg à la Absolution und dazu habe ich mir schon mal einen Track rausgesucht, und zwar von Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, ja, kontrovers mit hier, ihr wisst Bescheid, mit Southside und so. Oliver Schulz hat einen Track geklaut, wir benutzen aber trotzdem Oliver Schulz seinen Track, weil der besser gemastert ist. Das Erste, was wir machen, also wir haben uns jetzt unser Lied rausgesucht, unseren Track rausgesucht, den wir remixen möchten. Und das Erste, was wir machen müssen, ist einmal die BPM feststellen. Also ich gehe mal davon aus, dass es 143 sein werden. Aber Ableton zeigt immer an, dass es ein bisschen weniger, ein bisschen mehr ist. Und wie ihr das Ganze ändert oder anpasst, ist ganz einfach. Ihr drückt hier einmal Doppelklick drauf, dann drückt ihr einmal auf Rap und nochmal auf Rap. So, und dann könnt ihr hier ändern. So, jetzt wissen wir natürlich gar nicht, welche BPM, denn der Track an sich hat. Das heißt also, ich gehe meistens immer in Traktor tatsächlich, weil es ja einfach viel einfacher ist, dadurch die BPM festzustellen. Zieh einmal hier den Track rein und sehe hier oben, aha, der Track hat 145 BPM. Gut, dann wissen wir Bescheid. Dann schreiben wir hier unten 145 BPM rein und bumm, dann hat sich das Ganze verlängert. Und wir sehen jetzt auch schon hier direkt am Anfang, wir haben hier direkt an der 33 einen schönen Cut, und das geht jetzt hier alles Hand in Hand sozusagen. Okay, nicht ganz. Müssen wir mal kurz schauen. Ja, das ist ein bisschen Beat off Beat. Naja, egal. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht können wir noch ein bisschen länger ziehen. Geht nicht. Was ich als Erstes immer mache, ich tue erstmal hier das hier aktivieren, damit wir hier nicht so eine dumme Ansicht haben. Und gruppiere das Ganze hier schon mal. Also mit Steuerung G kann ich das gruppieren. Steuerung R einmal umbenennen und dann können wir hier einfach Bootleg oder Remix reinschreiben. Ich schreibe da einmal RMX rein. Und genau, dann können wir da prinzipiell schon mal anfangen. Ich muss gerade nur ganz kurz schauen. Ja, okay. Gut, das Erste, was ich immer mache, ich gehe mir dann hier direkt mal an so eine Stelle hier rein. Wenn man mit der Maus drauf ist, Steuerung, Maus haut rein, also scrollen. Und ziehen wir das dann so hin, dass dass die Kick auf den Beat kommt. Jawohl. Und mach dann den Klicker hier an. Schau mal kurz rein. Also tick, tack, tack, tack. Okay, passt soweit. Und hier vorne das kleine Stück schneiden wir ab. Und dann müsste das auch passen. Genau, abschneiden, also schneiden ist Steuerung E. Und genau, damit ihr Bescheid wisst. So, als Nächstes höre ich mir einfach den Track ein bisschen an. Guck mal von der Länge her. Also bei so Techno-Bootlegs ist es so, dass ich meistens immer so auf 4 bis 5 Minuten gehe. Länger eigentlich eher nicht. Keine Ahnung, will die Leute nicht unbedingt langweilen. Und time das Ganze hier mal so ein bisschen ein. Und prinzipiell will ich es tatsächlich so machen, hier ist Intro, dann kommt hier einmal der Main Dance Part, da würde ich tatsächlich sogar sagen, wir wollen, dass die Leute ein bisschen länger tanzen können, den Track ein bisschen genießen können, und hier hinten wollen wir es auch ungefähr ein bisschen länger. So, ungefähr haben wir jetzt alles ein bisschen verlängert. Jetzt müssen wir natürlich erstmal reinhören. Wie hört sich das jetzt hier beim Übergang an? Ja, hier ist eigentlich ganz geil, der Übergang kommt eigentlich schon ganz fresh. Ich dupliziere das jetzt hier mal und schneide mir gerade die Stellen hier raus. So, und guck mal ganz kurz so hier rein. Okay, vielleicht noch länger. Ja, das kann man hier. Ja, und jetzt müsste der Übergang eigentlich ganz gut sein. Also was ich gemacht habe, ich habe einfach hier das Ende, weil man hört ja, dass es hier eher so abgehackt ist. Dann kommt ja die Vocal, also kommt die Vocal. Ne? Und man hört halt einfach raus, dass das abgeschnitten ist. Und wenn ich jetzt hier sozusagen das Stück verlängere von dem Track, dann haben wir hier einen besseren Übergang. Hören wir mal kurz rein.
das hört sich auch ein bisschen blöd an. Vielleicht können wir da sowas hier machen. Ja, irgendwie hört sich auch dumm an. Jetzt nicht sicher, weil hier die haben sich auch ein bisschen angefangen. Wenn wir jetzt hier sagen, okay, wir machen so einen Autofilter drauf. Einen deutlich besseren Übergang. Ich glaube, ich würde sogar hier mal einen Cut reinmachen. Wir können den mal hier auf Ding Clip deaktivieren machen mit einfach auf 0. So ist besser. Ja. Dann vielleicht hier noch den so ein bisschen Fade. Ja, deutlich besser. Und hier können wir auf jeden Fall in dem zweiten Ding auf jeden Fall ein EQ reinhauen, weil sonst überlagert sich das Ganze ein bisschen. Das ist vom Übergang ganz gut. Da müssen wir nachher vielleicht nochmal schauen, ob sich das wirklich so gut anhört, wie wir, wie ich denke, dass sich das tut. Prinzipiell machen wir jetzt hier eigentlich genau dasselbe. Ja, genau. Und jetzt haben wir eigentlich hier prinzipiell genau dasselbe. Mhm. Um uns die Arbeit zu ersparen, machen wir es einfach so. Ob es gleich anhört. Ja, okay, perfekt. Hört sich gleich an. Sprich, ist ein einfacher Track zum Remixen. Beim Master meist tatsächlich immer so, aber nur für meine eigenen Ohren sozusagen, dass ich da einen Limiter drauf habe und den ein bisschen lauter mache. Ich arbeite sowieso die meiste Zeit mit Kopfhörern, da fällt es nicht so ganz auf. Genau,
Und dann haben wir noch prinzipiell so den Bootleg an sich schon mal fertig. Ja, wir können da jetzt noch ein paar Sachen einbauen und so. Genau, aber da müssen wir dann einfach schauen, wie wir es machen. Das kommt dann on the fly. Und meine Überlegung war jetzt, dass wir hier vorne ja den noch ein Intro einbauen. So, ich würde jetzt erstmal den Remix beiseite legen und mir ein paar neue MIDI-Spuren anlegen, gleich mal gruppieren, so, und mir erstmal eine Kick bauen. Ich würde da tatsächlich mal ganz kurz eine bauen. Ihr könnt mal zuschauen, so wie ich es mache. Ich erkläre es ganz simpel prinzipiell. Erstmal ganz normaler Four-on-the-Floor-Kick. So, wird einmal komplett durchgedupliziert sozusagen. Und ich hau hier immer gleich einen Aggressive Dance Master drauf, damit er ordentlich Bums hat auch. Und dann gehe ich in meine Samples rein. Da muss ich nur schauen, wo die sind. Und ich habe halt immer schon so ein paar Favorite Kicks, die ich nehme. Deswegen, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich dupliziere hier einfach die Tracks sozusagen. Und dann hört sich das Ganze schon mal so an. Also ich habe jetzt hier einfach drei Tracks gelayert sozusagen. So, das ist jetzt erstmal die Kick. Hört sich jetzt prinzipiell erstmal unspektakulär an. Ist es auch. Was wir jetzt machen, ist, wir machen aus der normalen Four-on-the-Floor-Kick eine Rolling-Bassline. Möglichkeiten wären eine Double-Kick, also dünn, 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 sozusagen. Aber ich bin momentan auf diesem Trip hier. Genau, dieser Triple-Kick. Ist irgendwie ganz cool. Und den kopieren wir einmal bis ganz nach hinten durch. Dann haben wir das. Das hört sich erstmal prinzipiell scheiße an, was wir jetzt machen. Wir könnten jetzt sagen, ich zeige euch jetzt mal beide Beispiele, die wir machen können. Einmal den einfacheren Weg. Man könnte einfach eine lange Kick letztendlich nehmen. Zum Beispiel eine 909er Long beispielsweise. Subkick. Und dann haben wir hier so eine ordentliche Subkick. Könnte man dann anpassen. Das hat jetzt die Sub sozusagen. Einmal so könnte man machen. Oder man könnte sagen, wir hauen jetzt hier einen normalen Track rein und wir nehmen jetzt zum Beispiel mal diese gute Kick hier. Vielleicht kombinieren wir auch beides. Und was wir jetzt machen, wir resamplen. Und zwar machen wir einmal hier den Input auf Kanal 6. Das ist hier Kanal 6. Gehen wir hier auf Kanal 6 sozusagen und drücken einmal auf Aufnahme. Und was wir dann machen ist, wir gehen in MIDI, in Effekte rein und tonen es mal einfach ein Reverb und machen mal ganz stupide Decay-Time hoch, Dry-Wet hoch, so ein bisschen Diffusion Network, da ein bisschen im High-Card ein bisschen rumspielen. Drück einmal hier auf Aufnahme. Das war's auch schon. Tue ich das hier einmal entfernen, sozusagen. Und prinzipiell habe ich jetzt hier einmal meine Subkicks sozusagen dupliziert. Und dann können wir das Sample hier reinziehen. Und dann haben wir sowas hier. Hört sich prinzipiell mal schon gar nicht mal so schlecht an. Ah, Moment, ich bin auf der falschen. Ja, wir können jetzt zum Beispiel so ein Geräusch hier nehmen und da noch Reverb drauf. Und dann haue ich da noch so ein bisschen Ducking irgendwie drauf. Und dann. Dann haben wir so ein schönes Reverb im Hintergrund. Hört ihr es nochmal?
würde ich sagen, ich lasse es einfach mal so drin. Hat noch so ein bisschen Textur im Hintergrund, ist eigentlich ganz nice. Jetzt haben wir hier eine Kick, die so ein bisschen knaggert. Muss mal kurz reinhören. Dieses Quietschen. Die hier ist es. Und das wollte ich raus haben. Ja, das ging mir auf den Sack. So. Als nächstes, ich denke, das ist schon mal eine ganz ordentliche Kick so. Was wir jetzt machen können, ist vielleicht noch mal ein bisschen, damit die Kick noch ein bisschen Punch hat, bin ich tatsächlich momentan am Rumexpertieren, dass ich vielleicht als Kick sozusagen das sind bei mir keine Kicks. Ah, hier sind Kicks. Dass ich da irgendwie so noch was reinhau. Einfach aus dem Grund, damit es ein bisschen mehr Punch hat. Ohne. Und du hast jetzt mit. Und man hat halt hier jetzt deutlich mehr Punch. Ich denke vom Modellieren her, da würde ich jetzt nicht so unbedingt drauf eingehen. Aber ich denke, das sollte schon mal ganz gut sein. Und die Kick machen wir natürlich rot. Und das ist unsere Kick, die wir gelayert haben. Kick mache ich prinzipiell immer oben hin. Gehe dann eigentlich so durch. Bum, 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 bum. Aus einmal komplett durch. Dann weiß ich Bescheid. Und ja, fange dann direkt erstmal an, da die Breakdowns einmal rauszuschneiden und das Ende. Und dann haben wir schon mal ein ganz gutes Ergebnis, würde ich sagen. Zumindest mal für den Anfang. Ah, genau. Und was wir auf jeden Fall brauchen, weil wir haben ja jetzt hier überall Frequenzen drin, die unserer Kick jetzt nicht unbedingt zugutekommen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist einmal ein Ducking hier drauf machen, wie das genau geht. Das ist nämlich eigentlich nur ein Frequency Shifter, ein Auto Panning, was ich umgestellt habe. Da will ich dann nochmal näher in einem anderen Video drauf eingehen. Genau, ist es prinzipiell ein ganz normales Ducking für ohne irgendwie ein Plugin oder sonst was, einfach Stock. Genau, prinzipiell ist ja das Ziel unserer Videos hier auf YouTube, alles in Stock zu machen. Also damit ihr seht, dass auch Stock Plugins sozusagen gut sind. Und ja, genau. So, was ich hier prinzipiell immer mache, ich hau mir in die Kuh und dieses Ducking in eine Gruppe, also kann ich immer ausschalten, beides gleichzeitig aus- und anschalten. Und hier gehe ich meistens so auf 150 bis 200 Hertz. Der hat jetzt viele Sub-Bass-Tracks irgendwie drin, deswegen gehe ich hier auf 212 und automatisiere das vorerst mal so, dass in den Breakdowns die EQs und so und der Ducking auf jeden Fall aus ist, damit wir hier die schöne, die volle Dings halt haben, die volle Range. Oh, hier hat sich eigentlich was Geiles an. Hier dieses Düt, 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 Düt. So, ich will mal ganz kurz was schauen. Ich chop mir mal ganz kurz das hier und hau das hier mal kurz hier rein. Nein. Hallo? Hier wollen wir es rein? Nein? Moment. Dieses Sample wollen wir hier dann. Hört sich scheiße an, ne? Okay. Einfach nicht beachten, ist jetzt so. Und hier haben wir auf jeden Fall mal so einen Filter drauf.
doesn't surprise me, sagt er hier. Dann machen wir hier, mach jetzt hier mal ein paar Cuts rein, so Vocal Chops mäßig, und ziehen uns einfach mal hier das alles hier raus. Ah, okay, genau, hier würde ich auf jeden Fall deutlich was wegnehmen. Und dann hier auf jeden Fall ein Reverb noch mit reinballern. If you're me. Das muss hier raus. Hier das Venue, das machen wir mit rein. Und okay, jetzt wollen wir mal ganz kurz nochmal schauen, weil hier haben wir natürlich Scheiße gebaut, einmal hier vorne. Und zwar, was habe ich jetzt hier angeklickt? So, Steuerung Z. Hier habe ich das ja rausgeschnitten, deswegen so. Okay. Und hören wir uns mal an. Ich würde tatsächlich diese zwei hier rausnehmen und dann das hier einmal wiederholen. Dann ist es eigentlich ganz chillig, würde ich mal behaupten. Ich konsolidiere die das mal ganz kurz, damit ich hier nicht durcheinander komme. So. Frequency ein bisschen hoch. Okay, da müssen wir auf jeden Fall dann dieses Stückchen reinhauen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo ich das her hatte. Wo habe ich denn das jetzt her? Das ist doch selber. Okay, dann hatte ich es irgendwie so, oder? Kann das sein? Naja. Okay, dann müssen wir es vielleicht doch so machen. Hören wir mal kurz rein. Okay, das ist keine gute Idee gewesen, aber wir wollen halt das hier.
Okay, genau, dann rampen wir das hier ein bisschen ab und dann sollte es eigentlich passen vom Übergang her. Ja, so übergangstechnisch hört sich das jetzt eigentlich ganz gut an. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist irgendwie so ein Effekt, so ein Tsch irgendwie. Und da müssen wir da jetzt mal schauen, dass wir hier irgendwas vielleicht finden. Symbols. Okay, Crash. Irgendwie sowas einfach mal, damit ich mal kurz reinhören kann. Ja. Vielleicht irgendwas kombinieren. Ja, passt. Wird auch wieder kopiert. Gucken, wie sie es überhaupt anhört, ne? Ich denke, das ist schon mal ganz in Ordnung. Genau, ich mache jetzt gerade nochmal die Symbols irgendwie irgendwo wohin, wo es, ich denke, dass es passen könnte. Hier mal den Übergang anhören. Ja, das hört sich prinzipiell mal gut an. Jetzt würde ich nochmal so ein paar kleine Breaks hier reinhauen, damit es hier nicht ganz zu langweilig wird. Genau, hier machen wir dann noch so ein paar Double Kicks am Ende rein. Und hier können wir tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen, wenn es so Party-Modus-mäßig so... Und dann hier vielleicht noch eine Double. Und dann hört sich das Ganze so an. Hier einmal durch. Zwei Layer. Thank you.
Okay, hier haben wir jetzt einen kleinen Fehler. Und zwar müssen die hier weiter hier rüber. Dann, wir wollen eigentlich hier wieder sowas machen. Aber wir könnten vielleicht auch hier so einen Antäuscher machen. Und dann machen wir hier nochmal so ein Du-du-du-dum. Dann geht's richtig ab. Dann hier noch Double einmal. So. Dann um. Und dann machen wir hier einfach so. Und dann geht's nochmal hier richtig ab. Bisschen durcheinander. Ja, Moment, so, und dann machen wir hier so einen richtigen Drop. So. Einmal durch. Bis dahin. Dann gehen wir mal ein bisschen hier auf kürzere Pausen sozusagen. Dann machen wir so vielleicht. Beziehungsweise wir könnten hier dann eine Double reinbauen. Dann kommt hier dann nochmal so ein Ding. Quad-Gedöns. Und dann lassen wir es mal wieder ein bisschen durchlaufen. Dann machen wir eine Zweierpause. Hier müsste dann eigentlich eine Viererpause rein. Aber weil wir eher etwas einfach. Ah, das hört sich doch schon mal gut an. Und dann machen wir hier auch nochmal so was Einfacheres, weil wir hier eh am Ende sind. So. Und hier machen wir dann Double Kick noch. So. Das hört sich doch prinzipiell schon mal gar nicht mal so schlecht an. Jetzt können wir natürlich sagen, dass wir hier in den Breaks rausziehen, aber das wollen wir eigentlich nicht. So, jetzt haben wir so prinzipiell mal das Grundkonstrukt des Remixes sozusagen, des Bootlegs. Genau. Und dann müsst ihr prinzipiell eigentlich nur noch eure Percussions reinholen, eure Hi-Hats, eure Claps und so weiter und so fort, um einen geilen Übergang zu machen. Und das war's, meine Leute. Das war's so einfach. Kann man natürlich hier einen Track remixen. Manche Tracks, die ich jetzt so mache, die sind natürlich deutlich komplexer auf jeden Fall. Aber ich denke mal so für den Einstieg habt ihr mal verstanden, wie relativ einfach es sein kann, einen Track zu bootlegen oder zu remixen. Man kann sich da natürlich noch viel mehr Mühe geben mit irgendwelchen Chops und so weiter und so fort. Aber das, Leute, ist das Grundprinzip und darauf könnt ihr aufbauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein kurzes, kleines, eher kein Tutorial, sondern eher so ein Live-Mixing-Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr jederzeit ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Den Track bringe ich auch bald online. Ich wünsche euch viel Spaß damit und noch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.